Heute möchte ich euch meine neue große Liebe vorstellen. Meine neue Küchenmaschine von Gastroback. Hat der Alte seine Schuldigkeit getan, jetzt darf er abtreten, oder was? Ja, jetzt brauche ich deine kräftigen Hände nicht mehr zum Teigkneten. Ich habe jetzt hier eine schöne neue Teigknetmaschine und Küchenmaschine. Und da gibt es so viel Zubehör dazu. Das ist Wahnsinn, was man da alles für den Preis mit dazu bekommt. Ja, wir zeigen euch am besten alles mal, was damit bei ist. Eine Kaffeetasse? Ja, sieht fast so aus, ja. Wir haben nicht nur die große 5 Liter Edelstahl-Rührschüssel, sondern auch noch eine 5 Liter Keramik oder Porzellan. Keramikschale, glaube ich. Keramikschüssel. Damit kann man nämlich in einer Mikrowelle, wenn man die in seine Mikrowelle reinbekommt, weil 5 Liter ist so ein Ding, könnte man darin Butter schmelzen oder sowas. Aber man hat eben gleich 2 Schüsseln und 2 große Schüsseln, um irgendwas arbeiten zu können. Fand ich cool und die fallen mir richtig super. Also gerade diese Keramikschale hier sieht doch wohl richtig edel aus. Aber auch das Gerät sieht doch wohl toll aus mit dem Edelstahl und Silber. Also echt, ich bin schockverliebt. Sieht wirklich klasse aus. Und ja, da macht es bestimmt Spaß mitzuarbeiten. Zum Rühren haben wir dann dabei einmal diesen großen Schneebesen. Der darf auch in die Geschirrspüler mit rein. Dann haben wir so einen Rührhaken mit Abstreiflippe. Also die lassen sich ja immer Namen einfallen, da kommt man im Traum nicht drauf. Aber hier ist die Abstreiflippe und der Rührhaken ist halt in der Mitte. Das Teil soll nicht in den Geschirrspüler, soll man von Hand abwaschen. Aber meine Güte, was ist da jetzt groß dran abzuwaschen? Das ist ruckizucki gemacht. So, und dann haben wir hier 2 Teile zum Kneten. Einen ganz normalen Knethaken, wie man den bestimmt kennt, und eine Knetschaufel. Weil das kleine Ding hier ist, wo die Schaufel. Aber naja, die arbeiten ineinander. Und dann ist es so, als wenn man wirklich mit Händen den Teig knetet. Weil sich das immer wieder ineinander vermischt. Wir zeigen euch das alles nach und nach. Und die Maschine hat eine Abstreichlippe und du hast eine Knutschlippe. Du nur erst. So eine Vergleiche sieht man nicht. Dann haben wir einen Fleischwolf mit dabei. Da wird dieses Teil hier oben an der Maschine dann angebaut. Da kommt der Fleischwolf drauf. Dann haben wir auch noch so ein Teil zum Reinschieben, also so ein Tablett sagt man dazu, wo man das oben draufsetzen kann. Wenn das angebaut ist, kommt eben dieses Tablett oben mit drauf. Da kann man dann sein Fleisch mit reinmachen oder man kann auch sogar Nudeln und sowas damit machen, dass man dann hier oben den Teig reinmacht. Dann hat man den Stopfer dafür, dass man das stopfen kann. Da soll man ja nicht mit den Fingern rein. Wenn man schon beim Fleischwolf ist, hat man hier auch noch so einen Aufsatz, um Wurst herstellen zu können. So ein Wurst, wie heißt denn das, Befüller oder sowas. Und da man hier dieses Teil hier vorne auswechseln kann, kann man da verschiedene Lochstärken reinmachen. Da sind jetzt 3 verschiedene Platten mit dabei. Einmal diese großen Löcher hier, dann diese mittleren und dann nochmal ganz fein für feines Mett oder sowas. Man kann ja verschiedene Sachen dadurch machen, auch Gemüse und so. Dann haben wir diese 3 Teile. Und wie gesagt, wir können ja auch Nudeln damit machen. Dann wird es wieder abgemacht und dann kommen die Nudelsachen. Da haben wir dann hier diese verschiedenen Nudeleinsätze, die dann hier vorne eingemacht werden. Und dann kann man entweder Macaronis machen, Bandnudeln, normale Spaghetti, dünne Spaghetti. Und wenn mir einer verraten kann, was man damit macht. Das sind Propeller. Habe ich noch nicht gefunden. Na, Platten bestimmt. Ob das irgendwo davor gemacht wird oder. Ja, aber Platten, dann hast du so eine dicken Teil. Müssen wir ausprobieren. Zeigen wir euch, wenn wir draus gefunden haben, am Ende des Videos oder so. Und dann ist hier noch ein Teil mit dabei. Dann sind hier noch 2 solche Teile. Damit kann man Kebab herstellen, Teigtaschen. Müssen wir uns ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht in meinem ganzen Leben. Aber wird ja mal Zeit, dass man es ausprobiert. Und das ist nur nicht alles. Und dann haben wir hier nämlich noch so einen Aufsatz für dieses Spritzgebäck, für die Plätzchen, wenn man die... Fand ich mir für mich immer zu schwer, wenn ich das aus solcher Spritze rausdrücken sollte. Hier kann man das jetzt einfach an den Fleischwolf vorne anbauen und dann hat man verschiedene Muster für diese verschiedenen Plätzchen, auch Sternchen. Und damit geht es dann ganz einfach. Also können wir dieses Jahr das erste Mal Spritzgebäck machen. Oh. Jo, ganz einfach, easy, locker. Na mal gut, dass du mich ausgetauscht hast. Das konntest du nicht machen, nie so ein Spritzgebäck. Also da. Und zu guter Letzt haben wir hier natürlich noch den Spritzschutz.
Dafür muss man aber immer die Maschine runterlassen. Hat man hier so einen Stellknopf, muss man drücken, runter machen. Wir haben auch sogar Licht hier unten. Und dann kann man das Teil hier drauf schieben, passt genau drauf und hat einen Spritzschutz. Kommt eben immer ganz zum Schluss drauf. Dann wollte er immer wissen, wie viel Watt die Küchenmaschine hat. Die hat jetzt hier 600 Watt, aber die Wattzahl, habe ich festgestellt, sagt immer gar nicht so viel aus darüber, wie der Teig geknetet werden kann, wie viel Kraft die Maschine hat. Weil es kommt auch immer noch auf den Motor drauf an und welche Sorte Motor das ist. Wir haben jetzt hier so ein, das ist ein elektronisch gesteuerter Motor, der die Geschwindigkeit hält, ob man jetzt einen flüssigen Teig knetet oder einen dicken Kneteig macht. Also das wird immer gleichmäßig geknetet, verliert nicht an Kraft oder sowas. Finde ich cool, müssen wir alles ausprobieren. Wir haben dann noch so einen Schalter hier zum Ein- und Ausschalten und um die Geschwindigkeit einzustellen. Und hier unten können wir sogar einschalten, wie lange das kneten soll. Wir haben nämlich immer mal so Rezepte gehabt, da ja, boah, wie lange sind jetzt 5 Minuten? Also so ein Hefeteig muss manchmal 5 Minuten geknetet werden. Hier stellst du dann einfach den Timer ein, 5 Minuten, und nach 5 Minuten stellt sich das dann aus und dann ist der Teig fertig geknetet. Und in der Zeit kannst du eben deiner Wege gehen, kannst deine ganzen anderen Sachen zusammensuchen, die du brauchst für deinen Teig oder so. Und das Gerät macht das alleine weiter. Bis zu 20 Minuten kann man das einstellen. Und dann sollte man auch eine Pause machen, dann muss das Gerät sich ein bisschen erholen. Dann brauche ich auch immer eine Pause, braucht man ein Käffchen und ein Zigarettchen. Maschine kriegt kein Käffchen. Warte mal so ein. Hier oben sieht man dann noch die Geschwindigkeit, kann man von 1 bis 12 regeln. Wie gesagt, hier ist so ein Licht, dass man da auch reingucken kann, dass man Licht hat. Hier kann man starten und auf Stopp drücken. Also wenn man nur leicht drauf macht, dann kann man Stopp oder Start. Wenn man länger drauf drückt, schaltet man das Gerät ganz aus. Und wenn man dreht, hat man eben hier, sieht man, wie die Geschwindigkeiten sind. 1, 2, 3. Da sind dann auch so in der Bedienungsanleitung, die natürlich dabei ist, sind dann auch die Angaben, mit welcher Höhe, Stufe man eben bestimmte Teige kneten soll. Aber das probiert man sich sowieso alles aus, wie das alles funktioniert. Das Wichtige daran ist noch, was mir bei anderen Maschinen aufgefallen ist, die das nicht haben. Hier sind jetzt 6 Saugnäpfe drunter. Und wenn die Maschine erstmal steht, die wiegt 8 Kilo, dann steht das Teil. Ich habe jetzt versucht, die an einen anderen Platz zu schieben. Habe ich ganz schön Kraft aufwenden müssen. Ihr müsst sie dahin stellen, wo sie stehen soll am besten, und dann steht das Teil. Und selbst wenn hier oben, hier sind so Gelenke mit drin, selbst wenn es hier oben beim Kneten eben wackelt, das Teil hier unten, das hopst euch nicht mehr von der Arbeitsfläche, das steht. Ja. So, das wäre jetzt erstmal alles für die Sachen, die mit dabei sind. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Aber wir zeigen euch ja noch, was man damit machen kann, und dann sieht man noch die einzelnen Teile in Benutzung, Aktion. In Aktion. Und das Schönste an dieser Maschine ist die Kaffeetasse. Das ist deine große Kaffeetasse jetzt, ja. Muss ich 3 Kannen kochen, aber. Nee, 8, muss ja 5 Kannen kochen, sind ja 5 Liter drin. Passen darin. So, hier seht ihr jetzt mal, dass wir damit Hefeteig kneten können. Ich habe jetzt ein Stollenrezept da eben drin und kann man einschalten, die Höhe, wie man haben möchte. Geht dann langsam von Stufe zu Stufe, und wenn man es aushaben will, kurz draufdrücken, dann haben wir Pause, und lange draufdrücken ist aus. Wir wollen es jetzt aushaben. Wir können mit unserer Küchenmaschine auch schön Nudeln machen. Ich habe jetzt hier schon einen Teig eingefüllt, den lassen wir jetzt einfach mit beiden Knethaken kneten. Muss man mal gucken, wie viel Teig man hat, sonst kommen die Knethaken nicht ran. Ich habe jetzt hier 400 Gramm Nudelteig. Um den Fleischwolf anzubauen, den man für Fleisch braucht, also um Fleisch durchzumahlen oder auch als Nudelpresse oder für die Plätzchen, müssen wir erstmal das Teil hier anbauen. Ich habe den jetzt so weit zusammengebaut gelassen. Hier müssen wir diesen Deckel erstmal abmachen. Hier ist ein Knopf dran. Knopf drücken, ansetzen, ranschieben, Knopf wieder loslassen, aufgesetzt. Jetzt müssen wir hier vorne die Einsätze oder den Einsatz natürlich wechseln. Wir haben jetzt immer noch diese Fleischscheibe da drin. Raus. Na los, komm. Aufdrehen. Fleischscheibe raus. Und diese Schneidmesser raus, weil man sonst die Nudeln ja immer gleich abschneidet.
Dann kommt da jetzt dieser Nudeleinsatz drauf. Hier links und rechts sind zwei so eine Nippel. Da musst du drauf. Na, so, da rein. Wir haben uns jetzt für Macaronis entschieden. Das muss wieder aufgedreht werden. Man muss natürlich immer die richtige Richtung finden. Frauen und Schrauben ist immer so eine Sache. Obendrauf dann noch dieses Teil, dieses Tablett, um da jetzt den Teig reinzumachen. So, dann wird ja oben, hier oben der Teig reingemacht. Hier unten kommt er dann raus. Wir müssen mit dem Stopfer immer ein bisschen nachstopfen. Jetzt kommen hier unsere Macaronis. So, wir haben euch jetzt ein paar Sachen gezeigt. Ihr habt aber auch noch diesen Nudel, hier diesen Keksaufsatz dabei. Ihr könnt Fleisch damit zerlassen, also durch einen Fleischwolf lassen. Ihr könnt euch damit euer Mett selber machen. Ihr könnt Würstchen damit selber machen. Das kann man gar nicht alles in einem Video zeigen. Das werden wir nach und nach alles machen. Bleibt also dran, bleibt weiterhin neugierig. Schaut euch das vielleicht mal in Ruhe an mit so einer Maschine, wenn ihr eine sucht. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und wie immer, ganz, ganz einfach.